Der Kindergarten Zürich. Der Kindergarten ist ein Geschenk der chinesischen Partnerstadt Kunming an die Zürcher Bevölkerung. Er wurde 1994 eröffnet und wird heute von Grünstadt Zürich betrieben. Der Garten ist eine intensive Auseinandersetzung mit einem der Hauptthemen der chinesischen Kultur, der drei Freunde im Winter. Die Föhre, der Bambus und die Winterpflaume, die gemeinsam der kalten Jahreszeit trotzen. Die Inschriften und Malereien weisen auf die Eigenart der Kultur Yunnans hin, in der mannigfaltige Einflüsse verschiedener ethnischer Minderheiten mit der traditionellen Hankultur verschmelzen. Gemäß der chinesischen Geomantie, dem Erkennen von guten Plätzen in Raum und Landschaft, ist der Zürcher Kindergarten ideal zwischen Zürichberg und See gelegen. Der Kindergarten Zürich ist der Dank für die technische und wissenschaftliche Hilfe beim Ausbau der Kunminger Trinkwasserversorgung und der Stadtentwässerung. Die Wasserversorgung Zürich hat 1993 zur Feier ihres 125-jährigen Bestehens den Bau des Gartens ermöglicht. Der Garten wurde von Mai bis Oktober 1993 unter der Leitung des damaligen Gartenbauamtes der Stadt Zürich, heute Grünstadt Zürich, von Gartenfachleuten und Handwerkern aus Kunming und aus Zürich gebaut. Die offizielle Einweihung erfolgte im Frühling 1994 im Beisein des damaligen Bürgermeisters von Kunming und des Stadtpräsidenten Josef Estermann. Die bauliche Konzeption des Gartens basiert auf drei wichtigen Prinzipien: der Anordnung der baulichen Objekte, Gebäude, künstliche See und Felsformation, der Raumaufteilung, Grundrisse und Mauern, dem Bewegungsablauf im Garten, Wege und Durchgänge. Es kostet 4 Franken pro Person für Erwachsene und Kinder ab 15 Jahren.